Im folgenden Film wird Ihnen eine patentierte Innovation aus Deutschland vorgestellt. Die Flexitec Technologie plus E. E steht dabei für Energie und Biomagnetismus. Dr. Med. Norbert Becker zeichnet verantwortlich für Orthopädie und Biomechanik der Flexitec Technologie. Füße sind Schwerstarbeiter. Mit unseren Füßen stehen wir buchstäblich im Leben und wir laufen mit ihnen im Durchschnitt 150 Millionen Schritte, das ist circa viermal um die Welt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass allein über 15 Millionen Deutsche über Gelenkbeschwerden, Rücken- und Kopfschmerzen klagen, aufgrund falscher Fußbelastungen im falschen oder instabilen Schuh. Die natürliche Form des Gehens ist das Barfußlaufen. In einem Druckdiagramm erkennt man die Druckverteilung des Fußes beim Barfußgehen. Hoher Druck an der Ferse beim Auftritt und in der Mitte des Ballens beim Abdruck ist normal und natürlich. Normale Schuhe haben oft einen gewölbten Boden im Ballenbereich. Der Fuß passt sich dem an, er geht und steht dann wie in einer Dachrinne. Bei weiterer Benutzung verliert die Schuhsohle ihre Form und braucht sich auf. Im Extremfall entsteht dann ein Loch in der Sohle in der Mitte des Ballens, das sogenannte Kemmelloch. Der Schuh wird instabil und der Fuß unnatürlich verformt. Der Vorfuß bricht durch. Daraus entsteht eine Fehlbelastung des Fußes und in der Folge eine Fehlbelastung des ganzen Körpers, die sogenannte mediale Instabilität. Mit dem Flexitec-System haben wir eine Lösung des Problems entwickelt. Die hauchdünne, wellenförmige Sohle aus Federstahl ist in Längsrichtung flexibel und in Querrichtung stabil. Sie fängt damit alle Kräfte auf, die den Fuß verformen und schädigen können. Auf der Flexitec-Sohle kann der Fuß wie barfuß abrollen, ohne dass der Fuß verformt wird und der Schuh sich falsch abnutzt. In einem normalen, zu weichen Schuh passt sich der Ballen des Fußes an den Untergrund an. Er kollabiert, verdreht sich unnatürlich und wird kippanfällig. Das Flexitec-System stabilisiert den Vorfuß und verhindert, dass sich der Fuß deformiert. Mit dem Flexitec-System wird der Schuhboden stabil und bleibt dennoch flexibel. Bringt man eine punktuelle Belastung in einem Schuh ohne Flexitec-System, biegt sich der Schuh an dieser Stelle durch. Mit dem Flexitec-System bleibt die Sohle aber eben und deformiert sich nicht. Je geringer der Deformationsquotient ist, umso stabiler ist der Schuh. Somit bildet die Flexitec-Sohle ein Chassis für den Schuh und eine optimale Tragefläche für den Fuß. Die Flexitec-Sohle ist aus einem hochwertigen Federstahl hergestellt mit schräg verlaufenden Wellen. Die Richtung der Wellen ist der Anatomie des Fußes nachempfunden und auf 77 Grad zur Fußlängsachse dargestellt. Im Fersenbereich unterstützt sie den Einrollvorgang, ohne den Fuß zu hebeln. Hier ist die Wellenrichtung auf 103 Grad eingestellt. Das Flexitec-System stabilisiert den Schuh und stützt den Fuß exakt. Dies kann man sehr gut an einem Röntgenbild darstellen. Der Stand ist stabil und sicher, der Gang ist stabil und sicher, Seitenstabilität ist gewährleistet. Der Schuh behält länger seine Passform. Alle Elemente wie Dämpfungs- und Führungselemente im Schuh kommen besser zur Geltung und der Schuh läuft sich ab, so wie er soll. Somit wird die Funktionalität des Schuhs wesentlich erweitert. Die Flexitec Plus E ist vorrangig für Schuhe mit loser Einlegesohle konzipiert und wird unter diese gelegt. Selbst mit einer sehr dünnen originalen Einlage bietet die gewählte Flexitec den gewohnten Tragekomfort. Das E symbolisiert die biomagnetische Komponente über einen in den Sohlen integrierten hochwertigen Neodym-Magneten. Schon der Physik-Nobelpreisträger Professor Werner Heisenberg wusste, die magnetische Energie ist die elementare Energie, von der das gesamte Leben abhängt. Unsere Gesundheit ist neben anderen Faktoren ganz maßgeblich abhängig von der Beschaffenheit unserer Blutgefäße. Die Durchblutung dient der Versorgung des gesamten Organismus mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff und weiteren wichtigen Nährstoffen sowie dem Abtransport von Kohlendioxid und Stoffwechselprodukten. Der Sauerstoff wird mit Hilfe der roten Blutkörperchen, der sogenannten Erythrozyten, im gesamten Blutkreislauf transportiert. Durch ein gewisses Ladungspotenzial können sie sich gegenseitig abstoßen. Diese Spannungen verhindern, dass die Erythrozyten verklumpen oder als Plaques an den Gefäßwänden haften bleiben. Ein ganz wesentlicher Grund für die Verlangsamung des Blutflusses ist die sogenannte Geldrollenbildung der roten Blutkörperchen. Die Zellen reihen sich hierbei durch Verklumpung wie einzelne Münzen einer Geldrolle aneinander
was zu einer Verringerung ihrer Elastizität führt. Die Konsequenz sind Durchblutungsstörungen, die wiederum zu akuten und chronischen Beeinträchtigungen bis hin zur Zerstörung verschiedener Organ- und Gewebsfunktionen führen können. Daraus resultiert eine Fülle von Erkrankungen. Mit unserer Lebensweise beeinflussen wir ganz entscheidend den Zustand unserer Blutgefäße und unserer Durchblutung. Welchen positiven Einfluss kann nun die Energie des Biomagnetismus leisten? Sie reguliert die bereits erwähnten biologischen Ladungsverhältnisse unserer roten Blutzellen, was diese wiederum beweglicher gestaltet und die Gefahr von Verklumpungen reduziert. Der Blutfluss wird dadurch optimiert und unser Körper mit mehr lebenswichtigem Sauerstoff versorgt. Wissenschaftliche Hypothesen stützen vor allem die Annahme, dass die Magnettherapie Durchblutung und Zellstoffwechsel günstig beeinflussen. Entscheidend sind natürlich immer wieder die persönlichen Erfahrungen in Kliniken und Praxen. Das komplexe Body- und Schuhkonzept gliedert sich in die drei Bereiche Pro Body, Pro Schuh, Biomagnetismus. Pro Body steht für Sicherheit, natürliche Bewegung, Entlastung, Leistungsgewinn und Stützfunktion. Pro Schuh steht für Stabilität, Flexibilität, Funktionserhalt, Hygiene und Funktionserweiterung. So wichtig wie ein stabiles Fundament für Ihr Haus ist ein stabiler Schuh für Ihren Körper. Die langjährige Erfahrung aus meiner orthopädieärztlichen Praxis, zahlreiche Forschungsarbeiten an der Universität und dem Institut für angewandte Biomechanik in Tübingen konnte ich in die mehrjährige Entwicklung der patentierten Flexitec-Technologie einbringen.